Ich darf kurz so frei sein und ganz kurz aus dem privaten Nähkästchen plaudern. Der Tag gestern war vom Wetter her größtenteils wunderschön, rund um die Alpen noch nicht so. Und dadurch, dass jetzt sehr wenig los ist beim Wetter, die kommenden Tage auch ruhig bleiben und frühlingshaft bis frühsommerlich, habe ich mich mal ganz aus dem Geschehen rausgezogen. Ich hatte zwar ein zweites Video angefangen vorzubereiten, was mit einer eher Langfrist zu tun hat, aber habe ich gedacht, nee, komm, es ist eh nichts los. Die meisten Menschen genießen das Wetter und haben jetzt erstmal von dem, was hinter uns liegt, die Schnauze voll, dass es noch mal kalt war im April. Und das, was kommt, ist ja eher in der nächsten Woche. Und dann nehme ich euch jetzt mal ganz kurz mit. Grüße Sie und grüße euch. Ich muss ein bisschen üben. Ich habe noch einen Traum. Mein letzter Skikurs war im Januar 1985 und lange bin ich kein Ski gefahren und war dann auf über 3000 Meter Höhe über den Wolken drüber. Und es hatte hier sehr, sehr viel Neuschnee gegeben und das sah dann so aus. Und das ist so wunderbar sensationell, weil ich will mal irgendwas machen und ich möchte nicht, dass die profimäßig Skifahren, sich denken, was macht der? Ist das eine Mischung aus Fluglotse oder tanzt er seinen Namen rückwärts, sondern das soll dann schon auch wie Skifahren aussehen. Danach ging es noch zum Radlfahren in die Berge und so sieht es beispielsweise auf 1200, 1300 Meter Höhe aus. Da kehrt jetzt langsam der Frühling ein, die Wolken haben sich dann aufgelöst. Und dann wollte ich euch noch etwas zeigen am Rücken der Berge. Das ist hier die Ostseite, da liegt noch Schnee, das ist hier auf etwas unter 2000 Meter Höhe und es sind unglaubliche Schneewächten, die darüber schauen. Man sieht das ja von der Ferne. Und wenn man das dann ranzoomt, sieht das so aus. Das ist schon ziemlich krass. Das kommt alles oder fast alles noch aus dem April. Wir wollen aber trotzdem jetzt hier mal den Winter letztendlich begraben und ein Bild vom David nehmen aus den Weinbergen vom Ostrand des Wiener Waldes. Das sieht verschwommen aus, weil ja eigentlich die Rose im Vordergrund fotografiert wurde und im Hintergrund ist Wien. Wenn man sich so ganz rauszieht und nichts mitbekommt, klickt es irgendwann und dann kamen ein paar WhatsApps. Steht wirklich ein Pfingsthochwasser an. Und beim Pfingsthochwasser haben manche Menschen Angst, weil vor 25 Jahren hat es ein drastisches Pfingsthochwasser gegeben. Das habe ich selber damals medial begleitet. Da war ich noch sehr, sehr jung und relativ unerfahren. Damals bei Antenne Bayern. Und da sind an einem Tag bis zu 300 Liter Regen auf den Quadratmeter runtergekommen. Nach einer sehr nassen Wintervorgeschichte und nach einem sehr nassen Frühjahr gab es dieses verheerende Hochwasser. Das ist überhaupt kein Vergleich zu der Vorgeschichte jetzt. Und auch die Niederschlagssummen zeigen das nicht. Ja, es hat in den Wettermodellen viel Niederschlag gegeben. Das sind zum Beispiel die zehntägigen Niederschlagssummen vom sogenannten Nullerlauf von gestern früh, vom europäischen ECMWF-Modell. Das hätte runterkommen sollen. Der Abendlauf hat das gezeigt. Und das amerikanische Modell mit den rund zweiwöchigen Niederschlagssummen, also für 16 Tage, das war der sogenannte Nullerlauf, der Frühlauf, hätte in der Mitte Deutschlands enorme Regenmengen gebracht. Ja, da hätte es auch Überflutungen gegeben. Dann war der Sechserlauf wieder in den Gebieten deutlich trockener. Der Zwölferlauf hätte dann wieder in den Alpen sehr viel Regen und in den Hochlagen Schnee gebracht. Und der 18er war relativ entspannt. Der gehört auch mit zu den warmen Ausreißern. Und wenn man eine Zusammenschau macht, was sich Synoptik nennt, da muss man feststellen, da sind ganz, ganz große Schwankungen drin, die wir auch immer wieder besprechen anhand der Ensembles. Die Ensembles zeigen ja nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Niederschlagsvorhersage. Und jetzt nehmen wir mal die Peripherie von Deutschland, nehmen einmal den äußersten Norden und wieder den äußersten Süden. Und ihr kennt die Linien. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen. Die Einzelberechnungen finden wir in bunt und unten sind eben diese ominösen Niederschlagssignale. Der Hauptlauf hier in hellgrün ist ganz gut eingebettet, aber da sind ein paar ganz, ganz drastische Ausreißer dabei. Das heißt, wenn wir irgendwo über Mitteleuropa eine schleifende Front haben oder ein Höhentief, das ganz, ganz langsam zieht und eingeklemmt ist an einer Konvergenzlinie, dann können solche Regensummen runterkommen. Was die Temperaturen angeht, haben wir gesagt, geht es eher durchschnittlich weiter. Das sind Ausreißer nach unten und Ausreißer nach oben. Und der Hauptlauf hier in hellgrün vom 18er Lauf, der ist eben ganz weit oben. Den schauen wir uns gleich an. Das europäische ECMWF-Modell macht das Ganze in bunt. Genauso. Wenn wir in den äußersten Süden gehen, nach Mittenwald, da haben wir kurz mal leicht überdurchschnittliche Temperaturen, dann eher wieder durchschnittliche Werte. Ein paar trockene Tage. Diese Tage sind jetzt trocken. Sie sind schön. Nutzt sie aus.
Und dann kommt es immer wieder zu Niederschlägen mit entsprechenden Ausreißern. Das sind zum Beispiel Niederschläge, die kann die Natur verkraften. Die können auch unsere Wassersysteme verkraften. Wenn da ganz, ganz viele nach oben ausbrechen würden, dann wird es kritisch werden. Temperaturen im Schnitt und das europäische ECMWF-Modell macht das auch so mit ein paar enormen Ausreißern nach oben, aber auch ein paar Ausreißern nach unten. Und so sehen die Ausreißer halt noch nicht. Wir haben das Mittel für den 25. Mai. Das ist ja fast das Ende des Vorhersagezeitraums. Da haben wir das kräftige Hoch auf den Azoren und dann sehen wir diese Farbschattierungen hier. Die werden von Nordwest nach Südost abgehobelt und wir sind so im Grenzbereich. Einerseits bleibt da immer eine gewisse Wechselhaftigkeit drin und andererseits haben wir hier so einen Knick zwischen den Hochs. Und wenn sich da kleine Tiefs einklemmen, kann es eben zu großen Niederschlagssummen kommen. Die Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad in 1500 Meter Höhe, was exakt der Jahreszeit entspricht. Also kein Drama, was die Temperaturen angeht. Aber wir haben ja die Ausreißer gesehen und das wäre zum Beispiel der Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells aus der vergangenen Nacht. Im Vorfeld eines Tiefs am Rücken eines Hochs hätten wir eine lupenreine Südlage mit Temperaturen von 10 bis 15 Grad in 1500 Meter Höhe. Das wäre richtiges Sommerwetter. Und ab Ende Mai kann man dann auch von Sommerwetter sprechen, zumal die Natur ja eh sehr weit weg ist. Und vielleicht habt ihr eben gesehen, da gab es einen Ausreißer, der ging weit nach unten. Und so sähe der aus. Wenn diese Hochs weit auseinandergehen und die Nordmeerluft nochmal angezapft werden würde, dann geht das Ganze nach Süden runter mit hochreichender Kaltluft. Minus 30 Grad in 5,5 Kilometer Höhe für einen 24. Mai. Das wäre extrem. Also rein synoptisch und von der Fotografiertechnik her wäre das mal eine Hausnummer. Und die Temperaturen würden auf minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe zurückgehen. Das hieße dann oberhalb von 500 bis 700 Meter Höhe nochmal Schneeschau. Das kommt so nicht. Das sind nur die Rahmen, die gerade die Wettermodelle für Ende des Monats zeigen. Und in Sachen Sonnenschein, Regen hat es ja gestern so gut wie keinen gegeben, war es gestern ordentlich. Es war sehr sonnig, außer direkt am Alpenrand, oder? Man war drüber. Das war aber nur kurz, dann ist die ganze Nebelsuppe aufgestiegen und da hat es ja Neuschnee gehabt. Ich war vor wenigen Tagen oben, wo es noch leicht frostig war, da waren die Pisten total glatt und gestern riesige Buckel. Die Oberschenkel haben gebrannt. Minus 1 Grad hat es im oberen Erzgebirge gegeben, 12 Grad plus an der See, minus 1,4 und plus 11,6 Grad. Aber wir hatten sehr, sehr viele Regionen mit Bodenfrost in 5 cm Höhe über dem Boden, zwischen minus 3 und minus 6 Grad hat es so einige Orte gegeben. Das sind letztendlich die Eisheiligen. Ein Duttel früher, aber das sind sie. In der Nordosthälfte hat sich bis Bayern reingezogen und auch auf die Alp. Und die Höchstwerte lagen dann bei 14 Grad auf der Nordsee und 23 Grad im Südwesten. Bad Kreuznach war der wärmste Ort mit 23,0 Grad. So geht's weiter. Die Wetterlage zeigt, dass sich da ein Hoch aufbaut, ein kräftiges Hoch, das wir am Boden haben, genau über uns liegt mit seinem Kern über der südlichen Nordsee. Und in der Höhe nimmt auch das Geopotenzial zu. Das heißt, es wird immer beständiger. Und an der Ostflanke des Hochs ziehen immer wieder Wolken entlang. Mal sind es ein paar Quellwolken, mal sind es ein paar hohe Wolkenfelder. Die Temperaturen bleiben noch in Schach. Über dem Südwesten Europas wird es sehr warm. Und dann verlagert sich das Hoch mit seinem Kern Richtung Ostsee. Über Westeuropa gräbt sich ein Tief ein. Auf der einen Seite wird Warmluft zu uns gepumpt, auf der anderen Seite kommt bald feuchtere Luft herangezogen. Und auch hier über Spanien und Portugal wird es dann deutlich kälter. Das heißt, da kommt eine Schau- und Gewitterfront herangezogen. Und dann kommt es zu einem Patt. Wir haben über Westrussland ein Hochliegen und über den britischen Inseln ein Tief. Wir liegen dazwischen und es wird immer wieder so hin und her wandern. Und dadurch bleibt es bei uns unbeständig mit einem relativ warmen Osten und einem deutlich kühleren Westen. Und heute haben wir insgesamt einen freundlichen Tag. Anfangs sind im Südosten dünne, hohe Wolkenfelder unterwegs. Die ziehen dann ab, sonst bilden sich ein paar Quellwolken. Aus denen kann im Osten mal der ein oder andere kurze Privatschauer kommen. Manches Mal sieht man nur so Wirrgas, so Fallstreifen am Horizont, da kommt dann unten nichts an. Und an den Küsten haben wir einige Hochnebelfelder und jetzt in den Frühstunden Nebel. Der Wind ist relativ schwach unterwegs und die Höchstwerte erreichen 17 bis 24 im Südwesten, gerundet örtlich 25 Grad. Deutlich kühler bleibt es unter den Wolken an der See mit auflandigem Wind. Der Samstag wird sehr sonnig werden mit ein paar dünnen, hohen Wolkenfeldern. In der Osthälfte ist ein bisschen feuchtere Luft unterwegs. Hier bilden sich einzelne kurze Schauer oder auch mal
mal ein schwaches Gewitter, nichts Dramatisches, aber das kann eben passieren. Wo das passiert, ist völlig unsicher. Es kann an einem Ort regnen, ganz kurz mal, 10 Minuten, 2 bis 5 Liter kommen da runter und dann an einem Ort weiter, da sieht man nur die Wolke in der Ferne. Der Wind kommt tendenziell aus nordöstlichen Richtungen und die Höchstwerte erreichen 20 bis 26, im Südwesten bis zu 27 Grad mit auflandigem Wind an der Ostsee und in den östlichen Mittelgebirgen bis zum Mühl- und Waldviertel runter in höheren Lagen 18 oder 17 Grad. Der Muttertag wird ebenfalls ein sehr sonniger Tag, aber es sickert ein bisschen feuchtere Luft zu uns im Bereich der westlichen Mittelgebirge. Auf der Alpen-Südseite und auch sonst bilden sich speziell über dem Bergland einzelne Schauer oder Gewitter. Meist bleibt es aber sonnig und das sind ganz, ganz, ganz lokale Schauer und Gewitter. Und der Wind kommt vorwiegend aus östlichen Richtungen. Im Südwesten dreht er dann auf westliche Richtungen. Und an der Küste, sowohl Nord- als auch Ostseeküste jeweils, wird der Wind aus östlichen Richtungen sehr ruppig. Hier sind es 16 Grad mit auflandigem Wind, östliche Mittelgebirge auch ein bisschen kälter, im Südwesten bis zu 28 Grad. Am Montag haben wir in der Osthälfte noch Sonnenschein und satten Ostwind. In der Westhälfte kommen immer mehr Schauer und Gewitter auf, die auch mal rumpeliger ausfallen können. Und am Dienstag haben wir diese Konvergenz. Auf der einen Seite rattert der Ostwind mit warmer Luft, auf der anderen Seite der Westwind mit feucht-kühler Luft. Diese Dinger prallen aufeinander und die Luft wird zum Aufsteigen gezwungen. Und es gibt eben diese Schauer- und Gewitterzone. Müssen wir dann noch im Detail schauen. Danach, am Mittwoch, unbeständig mit weiteren Schauern und Gewittern, im Nordosten wärmer, sonst deutlich kühler. Und ich habe mir dann überlegt, was machst du eigentlich von Donnerstag bis Pfingsten vom Wetter her? Pi mal Daumen haben wir eine Mischung aus mal weniger, mal mehr Schauern und Gewittern und auch mal Regen zwischendurch, dann scheint wieder die Sonne. Und grob, deshalb hier ungefähr 15 bis 25 Grad. Im Westen ist es ein bisschen kühler, im Osten ein bisschen wärmer. Haben wir tief Vorderseiten, wird auch mal die 25-Grad-Marke gerade im Osten überschritten. Haben wir ein Regengebiet, das zum Beispiel im Westen unterwegs ist, dann bleibt auch mal die 15-Grad-Marke nicht erreicht. Aber das ist so ganz, ganz, ganz grob der Trend. Es lohnt sich jetzt noch nicht, die einzelnen Tage zu nehmen, aber in diese Richtung wird es gehen. Kommen wir zu den Ensembles, jetzt haben wir wieder das schöne Frühlingsbild vom David im Hintergrund. Temperaturen im Norden um die 20 Grad, dann geht es rüber und dann ab nächster Woche mal für einige Tage eher unter 20 Grad und immer wieder kommt es zu Niederschlagssignalen. Im Westen über 20 Grad, dann um die 15 Grad. Danach bleiben wir so bei 15 bis 20 Grad hängen. Immer wieder kommt es zu Niederschlagssignalen. Völlig durchschnittliches Wetter für diese Jahreszeit. In der Mitte, da sind wieder so ein paar Ausreißer, was den Niederschlag angeht. Erstmal ein paar warme Tage. Nächste Woche pendeln wir uns zwischen 15 und 20 Grad ein bis über Pfingsten hinaus mit den Ausreißern nach oben und nach unten. Und es kommt immer wieder zu Niederschlagssignalen. Im Osten, wo wir näher an der Warmluft sind, ist es auch wärmer. Hier haben wir die ganze Zeit über um die 20 Grad mit entsprechenden Ausreißern, die mal auch Richtung 30 Grad gehen und umgekehrt auch mal ein bisschen kühler sind. Die Niederschläge sind zwar hier auch vorhanden, aber nicht so stark wie in den übrigen Regionen. Aber diese Fummelei hier ganz am Anfang, da sieht man, dass da eben ein gewisses Schauer- und Gewitterpotenzial besteht. Das heißt nicht, wenn man hier die Signale sieht, dass das kommt, sondern es geht immer um das Potenzial. Im Süden Deutschlands geht es auf über 20, nahe 25 Grad. Dann Anfang der nächsten Woche, wenn Dienstag, Mittwoch die Schauer und Gewitter kommen, viel Nässe und kühlere Temperaturen, danach alles zwischen 15 und 20 Grad und nass. In Genf auch. Da geht es ebenfalls runter. Ziemlich nasse Angelegenheit hier mit enormen Ausreißern nach oben. Und in Klagenfurt bleiben wir hier auf der Alpen-Südseite bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad immer wieder Niederschläge. Da gibt es einen größeren Niederschlagsbatzen um den 15. bis 17. und dann wieder ab dem 23., wo geballt stärkere Niederschläge sind, was dann auf tief Mitteleuropa und oder Südlagen schließen würde. Bis später.